und deine scheiß Jacke. Hier deine scheiß Kette. Was? Chill mal. Fuck dich. Nein. Gib weg. Yo Leute, was geht? Ich bin Dennis und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr merkt schon, ich muss schnell machen und zwar ist meine Freundin Cindy gerade draußen. Und heute, wisst ihr, ist ja der 1. April. Und ich dachte mir, komm, prank ich mal meine Freundin, dass ich fremdgegangen bin. Ich habe ja schon mal damals mit meiner Ex-Freundin so einen Prank gemacht. Da ist es ja auch damals ziemlich eskaliert und sie hat damals sogar deswegen Schluss gemacht. Also ihr wisst auf jeden Fall, dass meine Pranks real sind. Deswegen gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, dass ich sowas bringe. Ich werde das Ganze nicht wie letztes Mal so krass in die Länge ziehen, weil letztes Mal ging das, glaube ich, über 30 Minuten, also ungeschnitten, wo ich sie verarsche. Ich bin auch krass ins Detail gegangen, das werde ich diesmal gar nicht machen. Jetzt müssen wir erstmal schnell die Kamera verstecken. Ich werde sie einfach hier in die Ecke tun. Ich tue einfach ein Handtuch darüber, damit das gar nicht auffällt. So. Ich glaube, so müsste das eigentlich passen. Gleich, wenn ich höre, dass sie reinkommt, werde ich schnell hier hinrennen und die Kamera dann anmachen. Und ja, Leute, viel Spaß, hoffentlich klappt es. Na? Na? Es ist so kalt draußen. Die nächste Woche wird 20 Grad, ne? Krass. Was hast du die ganze Zeit gemacht? Handy gezockt. Die ganze Zeit? Ja. So, darf ich nicht, oder was? Nee. Schön. Ich dachte, das ist was Produktives gemacht. Nee, Mann. Er macht der Pflaster, hier geht nicht mehr raus. Siehst du doch Plüschsocken an? Ja. Oh. Habe ich doch die Tage auch gehabt. Süß. Wie so ein kleines Mädchen. So, auf einmal kommst du angeschüttet. Wieso auf einmal? Ja. Das stimmt. Ah, das ist jetzt dein Problem? Hä? Ach so. Ja, darf ich nicht mit dir kuscheln? Was? Ich meinte das auf lustig. Auf einmal kommst du angekuschelt. Sonst kommst du nicht einfach so angekuschelt. Was? Sonst wäre ich so eine schlechte Freundin. Na klar, nein, komm ich an. Das meinte ich nicht so. Schwimm mal. Ich schwöre. Ich kuschel jetzt mit dem Teddy. Mach so. Ich auch. Oh. Was ist los? Weiß nicht. Hm? Weiß nicht. Du bist komisch, sonst bist du immer am Handy. Okay. Besser? Ich muss dir das erzählen. Was? Aber hör mir erstmal zu, tick nicht aus und so. Okay, mach doch. Okay? Ja. Guck, ich war ja letztes Mal mit meinen Jungs feiern. Paderborn. Und, Dima hatte eine Freundin dabei, die ich halt nicht kannte. Und bei denen ist halt nur so freundschaftlich gewesen und die hat mitgenommen. Davon habe ich dir nichts erzählt. Und auf jeden Fall habe ich mich voll gut mit dir verstanden. Und ich habe dir eigentlich gesagt, dass ich nichts trinken werde, aber ich habe dann doch Alkohol getrunken. Hast du nicht? Doch. Und ich habe mich halt, wie gesagt, gut mit dir verstanden. Und irgendwann, wir haben uns halt immer besser verstanden, immer besser und besser. Und irgendwann, als wir dann schon voll besoffen waren, habe ich dann mit dir rumgelegt. Hast du nicht? Doch. Ich schwöre, du verarschst mich. Nein, du würdest niemals sowas machen. Nein, ich dachte, das hat mich voll belastet. Und ich dachte einfach so, ich muss dir das sagen. Ich kann damit nicht
nicht leben. Also nicht ganz. Verarschst mich komplett gerade, glaube ich. Ich kann dir das nicht glauben. Doch, ich meine das ernst. Schade. Wie im Club jetzt? Ja, wir hatten einen Tisch und die haben uns halt in Ruhe gelassen und ich hab die halt geküsst. Geküsst oder? Nein, also rumgeleckt halt. Rumgemacht? Ja, rumgemacht. Und danach? Nix, also wir sind, also die ist halt nach Hause gefahren. Glaube ich nicht. Doch, ich mach das ja. Schön, was ist los mit dir, Alter? Wie eklig bist du? Ich meine, das war, ja. Was ist los mit dir? Ich wollte es dir sagen. Wie, was, wie, du wolltest mir das sagen? Besser als, dass ich das verheimliche. Stimmt, soll ich einfach. Stimmt, warum geht man überhaupt fremd? Was ist. Weiß ich nicht, war, wie gesagt, das war. 9 Monate zusammen, was machst du? Das war halt wegen. Du bist so eklig, reden nicht mehr mit mir, verpiss dich, ganz ehrlich. Das übertreibt doch nicht. Nein, halt deine Fresse, geh raus. Doch nicht. Nein, Krapos! Krapos, fass mich nicht an. Was eklig bist du? Das ist doch besser als. Es war gut, dass ich das gesagt habe. Ich dachte nur, weil es wegen Küsse war, es geht noch. Geh raus! Was? Nein, um deine Sachen. Nein, um deine scheiß Jacke, Alter. Was? Chill mal. Was? Geh raus! Nein! Ich will nicht raus. Geh raus? Nein, ja. Ich will das mit dir klären. Mhm. Das gibt es dazu klar, das ist Schluss, ist, wenn du nein, das ist jetzt Schluss. Ja? Was? Ja? Sowas von Schluss ist Schluss. Treib doch nicht. Hier, deine scheiß Kette. Was? Chill mal. Fuck. Chill. Schatz. Ah. Ich liebe dich. Nein. Gib weg. Nein. Ich schwöre, du kriegst deine Jacke. Was war wegen Alkohol? Geh raus. Nein, ich will nicht rausgehen. Nein, ich geh nicht raus. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich geh nicht raus. Lass dich. Nein. Doch. Ich will nicht raus. Geh raus. Ich will nicht raus. Geh raus. Nein. Doch. Tut mir leid. Komm her. Nein. Komm her, warum? Nein. Bitte. Bitte. Nimm die Scheißkette jetzt und geh raus. Nein. Doch. Ich will dir raus. Nein, ich geh nicht raus. Du gehst raus. Doch, du gehst raus. Nein, ich geh nicht raus. Ich will, du gehst raus. Nein. Doch. Und dein Handy. Verpiss dich. Nicht doch. Ich will dein Mütze. Soll ich die Sachen packen oder machst du das selber? Nein, ich geh nicht raus. Was ist los mit dir? Chill doch. Was ist denn? Du bist fremdgegangen. Ich schwöre. Eklig, das habe ich noch nie erlebt. Nein, hör auf. Nein. Hör doch auf. Nein. 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 Ich geh nicht raus. Pack doch. Ich geh nicht raus. Ganz ehrlich, dann gehe ich. Dann gehe ich? Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Leute, sie ist jetzt rausgegangen. Ich glaube, sie schließt sich jetzt in die Toilette ein. Ich kenne das von dir. Das macht sie. Öfter, also wenn es Streit gibt, macht sie das. Auf jeden Fall. Guck. Ich glaube nicht, dass es Spaß war. Komm her. Guck. Es war Spaß. Es war Spaß. Ich hab das nicht ernst gemeint. Guck, hier ist die Kamera. Das ist ein Arsch. Das ist ein Schlimmes. Sie hat sich eingesperrt. Nein. Und wollte nicht mehr rauskommen. Hat gesagt. Du bist so ein Arsch. Oh. Schatz, sei nicht sauer. Sauer? Ich hab voll geheult im Bad, Mann. Tut mir leid. April ist doch 1. April, Schatz. Wurdest doch nichts im April verarscht, oder wegen wem? Oh. Ich war ausgerastet, Leute. Ich konnte jetzt auch nicht mit der Kamera rausgehen, weil ihre Eltern da sind. Auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, dass das Ganze nur ein Spaß ist und sie hat das erstmal gar nicht geglaubt. Und ich glaube, das war die einzige Hoffnung, die du noch hattest eigentlich, oder? So, an die du nicht gedacht hast, glaube ich. Was für ein Arsch immer noch. Oh. Schatz. Baby. Ich liebe dich. Küss mich. Küss dich zurück. Du Arschloch.
Hat er nicht verdient. Doch, habe ich verdient. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch der Prank gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Prank fandet. Ich fand ihn eigentlich, der ist gut gelungen. Auch jetzt am Ende, dass du jetzt rausgegangen bist. Das hätte ich jetzt vor der Kamera deine Reaktion aufgelöst. Wo ist deine Kette? Wo ist deine Kette? Ich glaube, sie liegt da irgendwo. Hier liegt sie. Da ist deine Kette. Oh. Das ist komplett aus. Sie wirft einfach die Kette weg, die ich ihr geschenkt habe, Leute. Das ist so ein Symbol für uns, was für unsere Liebe steht. Das ist jetzt ein bisschen kitschig und so, aber trotzdem. Und schreibt auch in die Kommentare, wie ihr findet, wie ich geschauspielert habe, ob ich das Ganze realistisch rübergebracht habe oder ob es Bullshit war. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video von mir. Haut rein, euer Dennis und ciao.